Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Beim letzten Mal haben wir den Skelettkönig erledigt und wir haben ja den gefallenen Stern gefunden in Form eines Mannes, der ja irgendwie vom Himmel gefallen ist und sich dann die Rübe angehauen hat, und dadurch ist ihn jetzt ja, ist alles weg. Also er weiß nichts mehr. Gut, jetzt sprechen wir erstmal mit Deckard Cain, weil er hat uns noch was zu erzählen, so wie es aussieht. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen kümmern mich nicht. Ich werde das Schwert zurückbringen. Oho, der feine Herr. Ja, dann gehen wir mal los, ne? Die Ziegenmenschen. Immer sind die Ziegenmenschen schuld. Auf Friedhof müssen wir wieder. Gut. Da war das. Ach so, hier das Tor. Da wollte ich schon mal durch. Da kam ich aber nicht. Wo war denn das? So wie richtig? Genau. Ziegenmenschen. Ziegenmenschen, Ziegenmenschen. Kopf Wenn es mir das abrasieren. Schwert gibt, dann finden wir es auch. Oh, Cormac wieder mit seinen großen Sprüchen. Alter, was ist das? Ein Mörderkarnickel? Neues Wissen. Schnell anhören. Dieses riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Gras und Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Ziegenmenschen. Die gab es schon in Diablo 2 und Diablo 1, glaube ich. Fand ich immer richtig cool, die Viecher. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Räumen angesprochen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Na, jetzt wissen wir ja Bescheid. Laufende Bäume. Alles nur Vertuscherei. In Wirklichkeit sitzt da ein Ziegenmensch drinne. Oder so ähnlich. Da vorne ist ein Brunnen. Wohin sollte ich mich verbessern? Worin soll es sich verbessern? In allen. Du bist eine absolute Pfeife, ey. Kann ich den verbessern, den Affen? Was steht da? F. Verspottet Gegner, wenn ihr getroffen werdet. Templer angreift oder angegriffen werden verlangsamt. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Ja, und hätte ich das andere geklickt, hättest du das auch gesagt, ne? Verscheiße, kann ich mich alleine. Das war ja wohl mal sowas von gelogen, was der da gerade abgelassen hat, also. Das ist schon wie eine Frechheit hier. Und das von seinen engsten Verbündeten bis jetzt. Den besten Begleiter, den ich jemals hatte. Auch den einzigsten. Was bist du denn? Cool, ich habe einen eingefroren. Ehrlich? Tja, der ist gleich mal in 1000 Stücke zersplittert. Guck mal, den haben wir durchgehackt, ey. Ist das geil. Was ist das hier? Sieht irgendwie, das sieht mir nicht ganz koscher aus hier. Irgendetwas ist hier faul.
Oder auch nicht. Bäume. Was hat diese Kreatur getötet? Ja. Eine Falle mal wieder, wa? Da kennen wir ja nur schon. Da ist er. Ich hab ihn eingefroren. Ich hab ihn eingefroren. Wo kommt der denn her? Stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Ehrlich? Also richtig bedanken. Meine Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof gerettet hat. Das ist... Nur zu. Das alles verdanken wir nur euch. Ich muss weg. Ach du Scheiße. Oh, sie ist eingenickt. Ja, wohl eher abgenickt. Meine Frau kann beim Pflanzen und Ernten nicht mithelfen. Sie ist ja nur noch Haut und Knochen. Der Typ nimmt doch Drogen oder so. Aber er hat mir ordentlich was dagelassen und das finde ich auch sehr anständig von ihm. Sonst hätte ich nämlich den Kopf abgehackt. Entsetzt der Bauer, ja. Den sitzt doch eindeutig war zu eng. Ich will mal kurz in mein Inventar gucken. Wir haben da so viel schönes Zeug eingesammelt. Obwohl, das ist nicht so schön. Das auch nicht. Identifizieren. Ja. Den identifiziere ich mal schnell. Und lege diese Armschütze an. Weil die sind deutlich besser. Und den Gurt. Na, nö. Ist zwar auch nicht schlecht, aber... Nee, der ist nicht so gut. Da ist meiner, den ich aus der königlichen Kammer da oder Krypte oder was auch immer bekommen habe, besser. Viel besser sogar. Naja gut, so viel auch nicht. Leichtfüßigkeit, jetzt können wir mehr Gas geben. Ich nehme an, wir müssen gerade auslatschen, wenn wir schon, das war ja sozusagen so eine kleine Nebenquest da. Aber wie er sich gleich verpissen wollte, ich muss weg. Naja, aber euch hat das schon durchgeknallt, der Typ nach Reise. Ziegenmensch. Ach komm hier. Wie heißt der nochmal gleich? Cormac. Den hättest du auch alleine geschafft. Lass mal hier noch ein bisschen durchkicken. Diese scheiß Dinger muss man kaputt machen. Da kommen diese ollen Dinger dann nämlich raus, diese Flatterviecher. Man darf in das Gift, glaube ich, nicht reinlaufen. Das kommt nicht gut. Denn zieht das Leben natürlich. Oder man ist sogar vergiftet. Ich bin mir nicht sicher, aber da sollte man besser nicht reinlatschen. Da blinkt schon wieder so eine Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ziegenmenschen. Überall. Aber gut, dass Comic wenigstens mitkommt. So muss ich nicht ganz alleine durchkloppen hier. Ich brauche Geisteskraft. Schon wieder alle, was soll das? Get down. Oh, jetzt läuft der so langsam. Es ist ja scheiß alle, diese Leichtfüßigkeit. Schon wieder. Na, wenn du so fragst, mach mal den hier. Toter. Okay, hier unten müssen wir anscheinend nicht lang. Dann gehen wir mal nach oben weiter. Thank you.
gleich mal tiefgefroren. So muss das sein. Ich bin noch nicht so weit. Komm, ja, den habe ich auch eingefroren. Ja, aber es war klar. Wenn hier so viele Gegner sind, dann geht das hier meistens immer weiter. Hoffe ich mal, dass es hier weitergeht. Oh, die sind verzaubert. Aber die habe ich gleich mal eingefroren, alle drei. Da kann Kromik dann ordentlich aufdreschen. Ich habe da noch was gehört. Links von mir. Okay. Finde ich gut, denn machen wir mal noch Fertigkeit verbessern. Wie setze ich das ein, sag mal? Auf 3, wa? Ach so, da muss ich die Tasten mit drücken. Ach du Scheiße. Da müsste ich nochmal gucken, dass ich das auf meiner Maus belege, weil mit der Tastatur darauf touchen, das fällt ja gerade so die Tränketaste, also Q. Wäre vielleicht sinnvoll, das auf die Maus zu packen. Die alte Mühle. Reiß auf das Ding. Oder was soll das hier? Was soll die Scheiße? Dann sollen wir anscheinend da noch nicht weiter oder wir brauchen irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Keine Ahnung. Ein Brunnen. Kann sein, dass hier noch irgendwie ein Gegnerhaufen ist, wenn da ein Brunnen steht. Haben wir da irgendwie was Gutes aufgesammelt? Oh, was ist das für ein Müll? Handwerksmaterialien, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen. Bei Hedrick kann man nämlich irgendwas mit dem Zeug machen. Ich weiß bloß noch nicht was. Komm, mach platt das Ding. Ein Wegpunkt. Und weg. Tja, Wegpunkt. Verkloppe ich mal schnell den ganzen Schrott hier. Das ist alles Müll, das brauche ich alles nicht. Ne? Ne, es hat alles keinen. Oh, nö. Tschüss. Den nehme ich mit. So. Und damit sind wir wieder mal zurück. Und damit wisst ihr, was das heißt. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.